Das war kein bequemer Besuch, weder für den Gast noch für die Gastgeber. Der chinesische Außenminister nahm sich immerhin schon gestern viel Zeit für die deutsche Amtskollegin. Auch die Gespräche heute in Peking dauerten länger als geplant. In der Sache allerdings blieben beide Seiten hart. Lange Ruhepausen gönnt sich Außenministerin Baerbock bei ihrer Antrittsreise in China nicht. An ihren chinesischen Amtskollegen Qing Gang appellierte sie mit klaren Worten, er möge seine Beziehung zu Moskau nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Genauso entscheidend ist, keine Waffenlieferung an Russland zuzulassen, die diese Aggression weiter verlängern und auch zu verhindern, dass Dual-Use-Güter für den Krieg genutzt werden. Es ist nicht das einzige kontroverse Thema. So warnt Baerbock vor einer Eskalation des Taiwan-Konflikts. Dies wäre ein Horrorszenario, wie sie sagt. Für China jedoch ist klar, Taiwan gehört zu China und die Landsleute auf beiden Seiten wollen eine nationale Einheit. Das ist eine unserer Kerninteressen. Wir geben keinen Quadratzentimeter unseres Territoriums preis, sagt der chinesische Außenminister und ergänzt, die Taiwan-Frage ist eine innere Angelegenheit Chinas und wir werden hier keinerlei Einmischung von außen zulassen. Auch in puncto Menschenrechte weist Gang die Kritik aus Deutschland zurück, sagt, was China am wenigsten brauche, sei ein Lehrmeister aus dem Westen. Bei allem Widerspruch im Gastland Anerkennung für Baerbocks unmissverständliche Worte aus Deutschland. Endlich nach zwei eher etwas fragwürdigen Besuchen von Macron und des Bundeskanzlers klare Positionierung. Ich hoffe, dass dies in der chinesischen Bevölkerung gehört wird, aber auch in den anderen europäischen Staaten. Trotz aller Differenzen wirbt Baerbock für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, ohne jedoch Abhängigkeiten schaffen zu wollen. Schon gestern besuchte sie diese Niederlassung eines deutschen Unternehmens in China. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.